jedem Menschen schlummert ein riesiges Potenzial. Meine Talkgäste haben es geschafft, ihres voll auszuschöpfen und sich so ihre Träume zu verwirklichen. Immer spontaner in den Tag hinein. Also ich habe gelernt, dass die Kraft im Moment liegt und dass ich einfach nicht mehr zu langfristig planen möchte in meinem Leben. Kurz- bis mittelfristig gibt es sehr konkrete Ziele und auch Träume. Jetzt im Ende November werde ich Papa das erste Mal. Wir erwarten unser erstes Kind. Ja, und sonst im Moment, ich spüre ganz stark eben dieses Projekt Träum weiter, wo ich mich im Schreiben, im Vortrag, in unseren Seminaren einfach verwirklichen kann. Menschen dabei bestärken möchte, ihren eigenen Weg zu gehen und eben ihren Zielen und Träumen näher zu kommen. Und ja, da hat die Reise erst begonnen. Also an sich bin ich mir ziemlich sicher, dass die richtige Richtung für diesen Lebensabschnitt, sage ich mal, und ich glaube, der wird noch länger andauern, gefunden habe. Eben mich mit diesem Vortragen, Blog, Bücher schreiben, zu den Themen, die mich am meisten beschäftigen. Es schlummert so in mir dieses Filmemachen. Also ich habe das einmal angefangen, selber so mit Handyfilmen schneiden, also allein durch die Talks damit begonnen und wenn wir auf Reisen waren, das weitergeführt. Und da kann ich mir gut vorstellen, so eine Doku daraus zu machen, also dass das nächste Buch quasi auch oder nur eine Doku wird, wo man das einfängt, eben Lebensträume, Ziele, wie Menschen ihre Potenziale entfalten. Und ich habe so Gefühl in mir, dass ich mich im Bildungsbereich noch viel mehr engagieren möchte und das ist ein gemeinsamer Traum mit meiner Lebenspartnerin, mit der Judith, dass wir vielleicht sogar eine eigene Schule gründen werden oder uns zumindest einer sehr coolen Schule anschließen möchten und da unsere Potenziale einbringen. Der André Heller hat es ein bisschen anders formuliert in unserem Talk, und zwar der Sinn des Lebens, und wenn es nur einer sein soll, ist, aus dem Entwurf eines Menschen einen halbwegs gelungenen Menschen zu machen. Und ich glaube, das ist eine spannende Herausforderung, für die man eh ein Leben braucht. Und von einem anderen Talkgast, von der Ute Karin Höllriegel zum Beispiel, habe ich gelernt, dass man in seinen Traum oder in seine Lebensaufgabe hineinreifen darf. Und ich habe das Gefühl, in dem, was ich mache, stehe ich immer noch sehr am Beginn und deswegen schaue ich eigentlich dem Älterwerden sehr optimistisch in die Augen und möchte nicht mehr unbedingt mit meinem 18-jährigen Ich tauschen.